Ich würde sagen, dann versuchen wir mal in der heutigen Folge da vorne durchzukommen. Und deshalb hier eine Reminiszene. Auf geht's! Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf, die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Bleib außerhalb ihrer Ortungskegel, dann bist du sicher. Das Problem ist nur, die Ortungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Jedes Mal, wenn du meine Reminiszene aktivierst, kannst du sie durch mein Gedächtnis sehen. Coole Sache. Danke, Typ, dass du mir so gut hilfst. Such, kleine Drohne. Du wirst mich niemals finden. Nur ein kurzer Sprung bis zum Ziel. Verdammt! So natürlich nicht. Fuck! Hallo. Tut mir leid, dass ich hier so reingeplatzt bin. Christmas-Morde. Eine Sammlung meiner besten Verhaftungen. Unzensiert. Mit Christmas-Morde feierst du das ganze Jahr Weihnachten. Da ist wieder der Typ, okay. Dieser Kid Christmas. Ich kannte ihn. Ein Gedächtnisjäger wie ich. Wahr. Nun die Schande deines Berufsstands. Ein potenzielles Genie, das seine Seele für Geld verkaufte. Sogar Roboter, die Klavier spielen. Die Menschheit macht nichts mehr selbst. Tja, sind ganz schön bequem geworden, was? Das alte Paris. Aber schön spielt er. Oh, hier wieder so eine Tür. Wie sieht es aus mit Rot darum? Hier könnten wir hinaus, möchte ich aber nicht. Wir sind einfach so in die Wohnung eingedrungen. Sehr höflich von uns natürlich. Wie man es erwarten kann von einer Dame wie Nillin es ist. Ja, hier, sehr gut. Fokus Boost. Ja gut, ich glaube ich störe hier nicht länger, oder? Sonst holt hier noch jemand die Polizei. Wir sollten verschwinden. Was ist denn hier noch? Aha, habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung, ich muss ganz kurz husten. So, bin wieder da. Tut mir echt leid. Dann gucken wir mal ins Tagebuch. Aha. Hier. Reminiszene. Die Reminiszene ist eine Technik, die zur virtuellen Projektion eines digitalisierten Erinnerungsfragments mittels erweiterter Realität verwendet wird. Die Erinnerung wird in derselben Größe und Geschwindigkeit an Ort und Stelle abgespielt. Die Reminiszenentechnologie wurde zunächst von der SABRE-Einheit entwickelt, um durch den Zugriff auf die Erinnerung von Augenzeugen oder Verdächtigen bestimmte Tatorte rekonstruieren zu können. Die digitale Erinnerung wird zu Bildern konvertiert, die direkt in den Sensen des Benutzers als 3D-Rekonstruktion des Ereignisses projiziert und dann vor seinen Augen abgespielt werden. Es war während der Ganzberg-Affäre. Der berühmte Bildhauer und seine Familie wurden in ihrem Anwesen in der Neu-Belleville-Komfortburg ermordet, als die Forschung an der virtuellen Projektion eine Erinnerung begann. Auf Anfang des Anklägers und ungeachtet öffentlicher Proteste von Verwandten und zahlreichen religiösen Anführern wurde die digitalisierte Erinnerung der vier Opfer in den Sensen eingespielt, um ihre letzten Eindrücke zu kopieren. Die Ermittler dieses Falls führten eine manipulierte Projektion der letzten Momente eines jeden Opfers im Haus durch und konnten so herausfinden, dass die Mutter ihre drei Kinder und ihren Ehemann getötet hatte, bevor sie sich selbst richtete.
Von diesem Erfolg angespornt entschied sich die kriminalistische Abteilung der SABRE-Einheit, diese Technologie systematisch einzuführen und entwickelte das Protokoll, das als Reminiszene bekannt wurde. Die neuesten Versionen dieses Programms können nun auch Ton wiedergeben. Es wurde zwar von Fällen der illegalen Benutzung von Reminiszenen außerhalb polizeilicher Untersuchungen berichtet, dies wurde aber nie durch eine unabhängige Quelle belegt oder bestätigt. Aha, die Technologie kommt also von der Polizei. Aber wir verwenden sie jetzt auch. Und wir sind nicht von der Polizei. Da hilft uns eigentlich die Polizei sogar. Wow! Schnell weg! Warum schaut... Ach so, ich hätte nach oben klettern sollen, nicht nach unten. Ach so war das. War jetzt ein bisschen fail. Jupp! Da kommen doch gleich mal Polizisten raus, oder? Natürlich! Freunde, wie geht's? Ey, ich habe so eine Überraschung für euch. Guck mal hier. Juhu! Jau, jau, jau! Jetzt gibt's Prügel! Ihr wart böse, Jungs. Oh, der ist gleich mal runtergeflogen. Tut mir leid. Au. Das war nicht freundlich. Ja, die hauen ganz schön zu. Die wollen es aber wissen hier. Und überlasten. Yeah. Coole Aktion. Sorry, Kumpel. Ach, ihr wollt mich fertig machen? Dann müsst ihr schon früher aufstehen. Jetzt versau ich die Kombos. Boah. Das war ein harter Treffer. Sorry, Kumpel. Aber es ist so einfach, euch zu stoppen. Bam. Und einer allein wird mich wohl kaum aufhalten können. Sehr gut, Nilin. Haben wir souverän hingekriegt. Ihr werdet uns nicht stoppen können. Niemals! Wie lang soll ich noch klettern? Kayori Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Okay, die deutsche Synchro ist manchmal echt scheiße in dem Spiel. Schade. Aber ist nicht so schlimm. Gefahr! Achtung, Sturzgefahr! Oh, ich könnte da runterfallen. Schlimm. Aber Nilin kann zum Glück weit springen. Na gut, dann klettern wir mal da hoch. Haben ja keine andere Wahl. Hallo! Warum schließen Sie denn das Fenster? Ich wollte doch nur mal Hallo sagen. Ist ja voll fies. Höpp! Ich hab da vorne Arsch gelesen. Besser gesagt, ich habe Archie gelesen. Ja, Archie wäre super, wenn da Archie stehen würde. Aber da steht Archie. Architecture. Kaori Sheridan. Ah ja. Wie viel gibt es eigentlich für uns? 300.000 Ekkus heißt das hier. Ah, Mitte 20. Was noch? Bekannt als Nilin. Wir sind entkommen. Und die sind sehr gefährlich. Das sag ich. Wer ist das? Ist das Edge? Das geht so schnell weg. Egal. Wahrscheinlich steht's da, aber ich hab's nicht gelesen. Gießt der die Wand? Ne, was macht der? Ach, der putzt die Scheiben. Ach, das ist ja auch. Das ist schon wieder so cool irgendwie. Ich finde das echt cool. Oh oh. Vorsichtig. Sehr gut. Kein Problem für uns. Ach, warte mal, hier. Aber das ist jetzt nicht da hinten, oder? Nee, glaube ich nicht. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen, durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite.
Ich will aber noch nicht auf die andere Seite. Ich will zuerst hier hinüber. Weil ich zeigen wollte, wie man sterben kann. Genau, das wollte ich einfach mal demonstrieren. War das nicht toll? Verdammt, die Rune habe ich gar nicht gesehen. Das war jetzt echt fail. Wendet sich die ab irgendwann? Oder scannt die ganze Zeit? Oder kann ich vielleicht... Ne, ich glaube hier entlang hangeln kann... Entschuldigung. Schluck auf. Hier entlang hangeln kann ich glaube ich nicht. Hä, aber wo ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Gehen wir einfach weiter. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Was du nicht sagst, habe ich ja noch nie gehört. So. Ah. Da haben wir wieder Sonntag. Hier wieder ein Roboter. Ich schaue mich natürlich wieder ein bisschen um. Weil ich das so gerne tue. Oh. Wieder was Neues. Freut mich. Immer wieder schön hier was zu erfahren. Aber hier haben wir irgendwie noch nichts. Die Geschichte von Neo Paris. Das würde mich mal interessieren. Naja. Und was ist das? Memorize und Essenzen. Wäre auch interessant. Ah. Jetzt haben wir was über Kaori Sheridan. Sieht doch ganz gut aus, oder? Als weltbekannte Architektin ist Kaori Sheridan verantwortlich für Phoenix, ein massives Wiederaufbauprojekt für Neo-Paris. Eine Stadt, die durch die Katastrophen und Konflikte des 21. Jahrhunderts stark beschädigt worden war. 2046 in Osaka geboren, etablierte sich Kaori bald als eine der größten Architektinnen in ihrer Zeit. Schon in ihren frühen Werken verwirklichte sie ihre Vision einer globalen urbanen Architektur, die auch ästhetische Aspekte nicht vernachlässigen sollte. Beim Wiederaufbau von Städten und Megastädten, in denen ganze Bezirke in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts durch Bürgerkriege und Katastrophen verwüstet wurden, erhielt sie die traditionelle Architektur, wo immer es möglich war, während ihre Mitbewerber eine sehr viel pragmatische Herangehensweise auf Basis einer Notfallrekonstruktion bevorzugten. Von den Behörden in Neo-Paris eingeladen, um ein umfassendes Wiederaufbauprogramm für die Stadt zu entwerfen, erdachte Kaori das Projekt Phoenix, das über 30 Jahre hinweg implementiert werden sollte. Ihre Betonung auf dem Langzeitaspekt rief die Kritik vieler Flüchtlingsorganisationen hervor, die sie beschuldigten, den reicheren Bezirken systematisch eine höhere Priorität zuzuweisen. Während die Ghettos und ungesunden Ecken wie der berüchtigte Slum 404 Areale für die finalen Phasen des Programms blieben. Das ist ein Scheinprozess, sagte Sheridan in einem Interview am 27. Juli 2084 in der Perky Maggie Show. Ich habe nie die schöneren Bezirke vorgezogen. Sie sind schön, weil ich sie wieder aufgebaut habe. Ja, dann bau mal die anderen auf, dann wären sie auch schön. Tut mir leid wegen dem Reden, es ist halt so, dass es draußen sehr kalt ist, darum sind die Zimmer meistens gut geheizt und... Na, die Stimme versagt dann, also nicht die Stimme, aber es ist so ein bisschen trockener Mund und irgendwie ist das immer so ein bisschen schwer dann zu quatschen. Gerade beim Formlesen habe ich dann irgendwie so ein bisschen Probleme. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber das tut ihr bestimmt, ihr seid doch die beste Community der Welt. Wehe, ihr verzeiht mir nicht. Was? Bleib dran. Wo denn? Ach so, da drüben. Bing. Okay, die Wand schützt uns vor den Drohnenscannern. Geh dahinter und halt dich versteckt. Wenn Sie Ihren Sensen mit einem Objektiv synchronisiert haben, können Sie... Ach so, das weiß ich ja schon. Ah, jetzt können wir da vorbei. So ist das also. Sehr gut. Sehr gut, sehr, sehr gut. Oh, das war weniger gut. Was gibt's denn da unten? Irgendwie so eine Drohne einfach. Da wollte ich eigentlich nicht runter. Aber gehen wir trotzdem mal runter, weil hier ein Z-Patch ist. Ach, das ist ja der Ort hier. Guck mal. Haben wir den doch noch gefunden.
Zwar ungewollt, aber hey. Wir hätten einfach hier durch können. Ist ja voll lame. Check ich nicht. Ja, ich weiß, dass mich die Drohnen nicht erkennen können, wenn ich in deiner Mauer bin. Was war denn das für ein komischer Sprung, Nilin? So, wir sind nah an unserem Ziel, glaube ich. Hier wurde gemalt und sieht ziemlich cool aus eigentlich. Doch, sowas würde ich mir auch noch hinhängen. Finde ich jetzt irgendwie cool. Das da unten eher weniger und das Musterdings auch nicht. Das ist ein bisschen lame. Aber das ist cool. Was gibt's hier? Nee, das dann auch wiederum nicht. Gut, weiter nach oben. Ja, ich weiß, vielleicht nervt es einige, dass ich mir hier so viel Zeit lasse, um mich überall umzugucken, aber es gibt ja auch immer wieder ein bisschen Action zwischen dem ganzen Vorlesen und so. Also ich hoffe, das ist euch recht, dass ich das vorlese. Ich kann es auch sein lassen, dann lese ich es irgendwann nachher nach der Aufnahme selbst für mich. Aber ich finde es halt interessant, das Ganze. Und vielleicht einige von euch auch. Und eigentlich lese ich in den Let's Plays von mir immer ziemlich viel vor. Ich glaube, das werde ich auch ziemlich beibehalten. So, wir können wieder was freischalten. Jo, was wollen wir denn? Regeneration bringt uns eigentlich genau gar nichts, weil wir das Dreieck gar nirgends einsetzen können. Ich mach mal hier, oder? Oder vielleicht Schlag hier? Das wäre nicht schlecht. Das nehmen wir. Das ist gut. Dann kann ich nämlich jetzt hier noch so einen reinsetzen. Oder vielleicht am Ende. Vielleicht am Ende. So. Doch, das gefällt mir. So lasse ich das mal. Das ist eigentlich das Tagebuch. Nicht das Tagebuch. Ich meine den Status. Achso, PMP gesammelt. Achso, ja, okay. Das ist nicht so wichtig. Ziel sollte nun ganz nah sein. Nach welchem Gedächtnis suche ich denn im Kopf dieser Frau? Die Sheridan leitet das Phoenix-Projekt zur Erneuerung von Neo Paris. Mich interessieren die Geheimnisse des Saint-Michel-Damms. Der Damm vor dem Bezirk? Warum? Sagen wir einfach, ich glaube eben an einen freien Personen- und Güterverkehr. Jetzt wissen wir, dass es Saint heißt. Rauben Sie Kaori Sheridans Erinnerung. Euer Chef ist da. Live und lebensecht. Ich gewähre euch das Privileg, dabei zu sein, wenn ich für euch den Staatsfeind Nummer 1 erledige. Ja, Nilin, ich rede mit dir. Hier bin ich. Es gibt keinen Ausweg. Du hast Olga betrogen, aber nun hast du es mit Kid Christmas zu tun, Schatzi. Volle Kanne. Ja, du Kid Christmas. Dich werde ich auch noch schlagen, wenn du mir in die Quere kommst. Gut, Freunde. Ich glaube, Sheridans Erinnerung klauen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Schnauze, Kid Christmas. Laber nicht, Alter. Okay, bis zum nächsten Mal. Genießen wir noch so zum Abschluss der Folge die Aussicht. Nein, natürlich gucken wir einer Frau immer ins Gesicht, Freunde. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.